Jerome Timo Kialga, Neuzugang Nummer 2 bei der Fortuna in der Winterpause. Ein Offensivspieler mit Torinstinkt und ein Rückkehrer. Ich bin auf jeden Fall froh, hier zu sein. Hab ja hier auch Familie, Freunde. Deswegen ist mit dem Eingewöhnen, das klappt leider schnell. Ich kenne den Verein ja, hab ja oft gegen Fortuna gespielt mit dem FC und auch nur Positives gehört. Ein Freund von mir hat auch mal hier gespielt, auch nur Positives berichtet und ja, die Interesse war halt vom Verein da und deswegen musste ich da auch nicht lange überlegen. Die Regionalliga West ist bei Kialga in guter Erinnerung. 29 Tore in knapp 80 Partien für die Geißböcke. Kialga kennt die Liga, kennt die Stadt. Ein entscheidender Vorteil, wie vor allem sein neuer Trainer weiß. Der Timo ist ein Spieler, von dem ich glaube, dass er hier eine sehr, sehr kurze Eingewöhnungszeit haben wird, weil er zum einen natürlich hier sehr, sehr lange in Köln gelebt hat. Das heißt, er hat hier sehr, sehr viele Verbindungen. Er kennt aber auch auf der anderen Seite einige Spieler hier aus der Gruppe. Das wird ihm die Eingewöhnungszeit, denke ich, extrem verkürzen. Bei Zweitligist Jahn Regensburg, in der Vergangenheit nicht mehr berücksichtigt, will er nun in der Südstadt seine Stürmerqualitäten zeigen. Die sind dem einen oder anderen durchaus noch bekannt. Der Timo steht für eine sehr, sehr hohe Quote in der Regionalliga, hat beispielsweise in der Halbserie des letzten Jahres, wo wir ihn ja auch ausreichend beobachten konnten, in 14 Spielen 9 Tore in der Regionalliga gemacht und hat sich damit eben auch in den Blickpunkt höherklassiger Vereine gespielt. Jerome Timo Kialga, ein Vollblutstürmer, der nun für die Fortuna auf Torejagd geht.